Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, ich hatte mir eigentlich zuletzt überlegt, dass ich mal questmäßig irgendwie das mit den Büchern mache, aber irgendwie ist es trotzdem immer sehr schwierig für mich zu überlegen, was wir als nächstes machen, weil ich hauptmäßig weiterkommen will und trotzdem irgendwie auch Nebenquests machen will. Und immer wenn ich mir sowas vornehme, so eine kleine Nebenaufgabe einfach mal offline zu machen, habe ich das Gefühl, dann kommt doch irgendwas, was ich interessant genug finde, um es euch nicht vorzuenthalten, weil man ja doch die Gegend auch kennenlernt und was nicht alles. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, mich um diese Bücher zu kümmern. Also nochmal, um einzusteigen. Wir sollen, Bruder Till hat seine persönliche Bibliothek von derben Büchern an verschiedene Leute verliehen, die sie nicht zurückgegeben haben. Ich erhalte eine Belohnung für jedes Buch, das ich beschaffe. So, und jetzt können wir halt hier an diversen Orten, das sieht man schon, die gelben Kreise, das sind unsere Ziele. Da können diese wir... Diese verdammten Boggarts! Eventuell... Nee, da will ich noch gar nicht hin. Warte mal, ich überleg mal, wo ich... Lauf ich mal hier lang. Ich hatte das schon angefangen, das letzte Mal. Offline. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Ich bringe euch alle um, wenn's sein muss. Verdammte Borgards! Armer Thaddeus. Einen Moment. Mir ist plötzlich so schwindelig. Oh Gott, ja, wir müssen unbedingt mit dieser Blutpest mal helfen lassen. Wer bist denn du? Dieden Hiels Wächter. Das heißt, er kümmert sich um alles. Nee. Beschützt uns und so. Nee, ich wollte eigentlich wissen, wer du bist. Ach, gibt's gar nicht. Okay. Sie sind in Herden unterwegs. Den Grund dafür kenne ich nicht. Aber Kester vielleicht. Der kam nämlich erst vor kurzem von einer Kundschaftermission zurück. Ja. Gebt auf euch Acht. Ja, ja. Ich will jetzt gar nicht so viel mit ihm quatschen. Ich will mich wirklich beeilen, diesen Kram hier hinzubekommen. Und da hinten sieht man anscheinend hier in dieser Höhle oder so. Hier sollen wir Eisengriffstieg. Ja, das sind halt alles so Sachen, die ich sonst offline machen würde, die ihr nicht sehen würdet. Und ich kann das immer so schwer einschätzen, was interessiert euch und was nicht. Ja. So, wie ihr seht, hatte ich jetzt hier auch meine anderen Klingen mal ausgerüstet, nur um mal zu schauen, was die denn so können, weil wir ja das letzte Mal andere hatten, da hatten wir diese Chakrams und ich wollte die auch mal ausprobieren. Ach so, und dann habe ich hier noch das hier mal zugewiesen, damit, wie mache ich das jetzt? So, genau, nutzen. So, damit ich da mal schneller drauf zugreife und ich nicht immer ganz ins Inventar gehen muss. Ja, mal gucken, was jetzt hier noch... Nee, ich will ja gar nicht nach Glendara. Quatsch. Will ich ja gar nicht hin. Ich will ja hier mehr in die Höhle. Ist irritierend mit den gelben Kreisen. Bin jetzt wieder falsch gelaufen. Genau, da geht's noch weiter. Ich war jetzt noch nicht in der Höhle. Ich weiß also auch nicht, was hier kommt. Bin aber ehrlich gesagt gerade nicht so super zufrieden hier mit den Dingern. Ich weiß nicht, 23, feinklingendes Gesang. Ich weiß nicht, ob die anderen nicht sogar besser sind, die Chakrams. Ich glaube, die nehme ich wieder mal. Ich nehme die. Ja.
Stirb! Noch ein. Achso, die waren schon. Dachte, der wäre noch. Über die Alchemie. Oh, wir haben ein Buch gefunden. War das das, was wir haben wollten? Nee, das war es noch nicht. Okay. Noch eine Truhe. Darf das alles nicht hier übersehen? Laufe ich jetzt wieder zurück oder laufe ich richtig? Nee, ich glaube, ich laufe schon wieder falsch. Ist voll irritierend hier. Oder? Nee. War schon richtig von mir so. Mein Gott. Wie kann man so einen schlechten Orientierungssinn haben? Aber wie gesagt, ich will mich beeilen. Und so schnell besiege ich die Gegner ja dann doch immer nicht. Vor allem werden sie auch langsam stärker, wie man sieht. Jolvan? Nee, das ist doch nicht da, wo wir herkommen. Das ist nicht da, wo wir herkommen. Oh! Na toll. Okay, die Spinne ist schon mal tot. Spinnen sind nicht schön. Aber viel eher ist jetzt die Frage, wo soll ich denn jetzt hin? Ach so. Ja, mach mal einen Wegpunkt dahin. Geht das nicht? Mach doch mal. Dann nicht. Dann eben nicht. Laufe ich eben so. Weiß gerade nicht, was der schnellste Weg da ist zu den Büchern. Na? Was wird denn das Geruckel jetzt hier? Hä? Nee, ich rucke. Ja. So, wir wollen eigentlich... Nee, sind Spinnweben. Wir sind schon wieder in dieser Spinnengegend. Nicht schön. Huh, wo sind wir hier? Waren wir hier überhaupt schon mal? Weiß ich gar nicht. Oh, die erschrecken mich immer so. Oh, es sind ja voll viele. Ach, ich habe keinen mehr. Das ist ja doof. Warte, dann muss ich so einen anderen nehmen. Hier, so einen. Na, geh da mal hin. Okay. Manchmal bin ich von meinen eigenen Fähigkeiten noch überrascht. Hey! Den Göttern sei Dank, dass endlich jemand kommt. Endlich! Sagt, seid ihr aus Gorhard? Oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Keiner. Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kanarok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Was geschieht mit diesem Dorf? Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Jolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Warten. Jemand muss ihn und seine Männer finden. Okay, ich werde ihn für euch finden natürlich. Gut. Ich mache immer erstmal alles. Ich habe Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Okay, was ist denn mit Kanarok passiert? Die Spinnen.
Das Leben am Rande des Netzwaldes war schon immer gefährlich, aber wir mussten noch nie so darum fürchten. Und unser bester Krieger, Barton, ist irgendwo im Netzwald verschollen. Ihr müsst ihn finden. Okay, ja. Es ist alles. Waldmannsheil! Ja, Waldmannsdank. Was gibt's? Wird alles, ist total schrecklich hier alles, aber jetzt will ich endlich meine Bücher haben, warum ich eigentlich hier bin. Ich habe zu arbeiten. Ich glaube, anscheinend hier in diesem Haus werde ich die Bücher finden und ich sehe schon, hier gibt's wieder eine Menge zu tun. So, jetzt gehen wir hier um die Ecke und mal gucken. Hallo? Wo sind denn die? Wie kann ich euch helfen? Meinst du da bei dir? Nee, ich will eigentlich was anderes finden. Wo sind sie denn? Sind die hier in dem Regal? Nein. Oder doch? Doch. Lexikon der Bestien und Kreaturen. Das könnte es sein. Oder auch nicht. Kommode, da wo der gelbe Kreis ist. Wie kann ich euch helfen? Da, wo sie war anscheinend. Oder oben. Oben waren wir auch noch nicht. Wir kommen immer so durcheinander hier mit den Kreisen. Hier? In dem Bücherregal? Nee. Ist hier noch? Da, nee, auf dem Tisch jetzt auch nicht. Ich komme ganz durcheinander. Dann war das doch bei ihr unten. Dann gehen wir nochmal nach unten. Ach, hier ist ja sogar auch ein Alchemielabor. Okay. Hier wird's sein. Da ist auch der gelbe Pfeil. Pilzsammlung. Da. Alles klar. Bücher gefunden. 1 von 10. Okay, es sind doch ein paar mehr, als ich dachte. Dann war das erstmal hier. Und mit denen sprechen wir ein andermal. Das wird alles sonst noch viel zu kompliziert hier. Und 10 Bücher. Das hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Warte, dann müssen wir auf jeden Fall immer eben eine Schnellreise hier benutzen, weil das würde viel zu lange sonst dauern. So. Und wir wollen uns ja auch noch um die Blutpest kümmern und so weiter und so fort. Es gibt so viel zu tun. Das ist unglaublich, die Zeit geht ja so schnell vorbei. 20 Minuten sind so nur rum. Ihr blöden Boggarts. Ihr macht auch nur Stress. Ja, mit ihren komischen Geräuschen. So, lauf weiter. Hier gibt es nämlich noch ein Häuschen. Anscheinend finde ich hier auch Bücher aus seiner Sammlung. Und dann wollte ich eigentlich das schon mit den Balladen weitermachen. Also das scheint wichtig zu sein mit den Balladen. Und deswegen möchte ich das auch eigentlich machen. So, welches Regal darf es denn mal sein? Das hier. Okay, alles klar. Wieder runter. Und schon haben wir das nächste. 2 von 10. Die restlichen kann ich ja sonst auch selber holen. Aber ich weiß, wie gesagt, weil ich es offline versucht habe. Ach so, mit ihr sollten wir eventuell auch nochmal reden. Oder? Bruder Fallon ist also tot? Und ich dachte, schlimmer könnte es nicht mehr kommen. Das bedeutet, dass Astrid früher oder später das Pestschild ausgehen wird. Ich kann sie damit versorgen. Das Dorf war nicht immer freundlich zu mir, aber vergessen wir das. Betrachtet es als meinen Olivenzweig. Cora Bannig ist ein wichtigtuerisches, anmaßendes, engstirniges Huhn. Sie hat ganz Didenhiel gegen mich aufgebracht. Wenigstens wird sie nicht sonderlich alt werden. Ihre Synchronstimme mag ich übrigens. Ich weiß nicht, wie die heißt, die Synchronsprecherin, aber es ist auf jeden Fall die Stimme und die erinnert mich immer an Hitomi aus dem Anime Escaflowne. Die spricht sie nämlich auch und die spricht in ganz vielen Animes immer so die Mädels, aber auch in normalen Serien, was weiß ich, wie in Pretty Little Liars oder so, da kenne ich die Stimme auch her. Also die Synchronsprecherin, die ist ganz gut, die spielt in ganz vielen Sachen mit, aber ich weiß, wie gesagt, gerade nicht, wie sie heißt. Leider bin ich seit geraumer Zeit jenseits des Sees nicht mehr willkommen. Bei meiner Ankunft habe ich einigen Dorfbewohnern die Zukunft vorhergesagt. Ihr Schicksal war eher unglücklich. Das wusste ich aber erst, als ich ihnen die Karten legte. Sie gaben mir die Schuld und brachen den Kontakt ab. Es ist keine Hexenkunst, wie die Dorfbewohner glauben. Ich lese nur die Fäden des Schicksals und damit kommen eben einige nicht zurecht.
Ihr kennt diese Laus also? Ich auch, schon eine ganze Weile. Noch bevor die Schicksalsweberei eine derart brotlose Kunst wurde. Der gute alte Agat. Er hat mich davor gewarnt, was zu viel Wahrheit anrichten kann. Ich hätte besser auf ihn hören sollen. Okay, auch hier könnten wir bei ihr unser Schicksal wieder auflösen, aber ich bin wie gesagt noch zufrieden. Bis dann. Wollte euch aber das Mädel, weil ich mit der schon gesprochen hatte, in meiner Offline-Sitzung und da dachte ich, spreche die nochmal an, damit ihr sie auch mal seht. So, jetzt hole ich nur noch ein Buch und dann würde ich sagen, weil ich sehe, das sind ja doch noch einige Orte, die ich jetzt abklappern muss, dass ich das dann offline mache mit den Büchern, aber irgendwo hier oben, warte, mache ich das mit Karte wieder schneller, war ein Ort so hier, Bruder Tills Bücher beschaffen, dann gehe ich mal hier hin. Ich mache eine Schnellreise und da war irgendwas mit einer Diebesgilde oder so. Und deswegen laufe ich mal hier hin. Und das sind immer so die Sachen, wo ich denke, ja, war das nicht? Ja, doch, das war hier, glaube ich. Aber das sind aber viele. War das wirklich hier? Ich weiß nur, dass ich hier irgendwo lang ging, um die Bücher zu holen und dann kam da so ein... Okay. Kein Problem. Ach, ich sterb hier schon wieder fast. Das gibt's doch wohl nicht. Na, blöd. Vermaledeit nochmal und ich habe nicht gespeichert. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Gott sei Dank muss ich nicht alles nochmal machen, weil, können wir nicht einfach mal uns ranschleichen? Würde das nicht funktionieren? Der merkt uns doch. Merkt er uns? Guck mal, wenn der uns nicht bemerkt, dann den töte ihn. Ups. Das nervt mich hier langsam. Konsumgut. Warum habe ich keine normalen Heiltränke mehr? Das gibt's doch nicht. Oh. Ey, die ganze Zeit denke ich, das Vieh ist schon tot und dann macht er da noch seinen letzten Hyperstampfer, nur um uns zu nerven, ganz ehrlich. Oh, gibt's doch nicht. Ich will jetzt endlich mal wieder Heiltränke finden, Leute. Wie soll ich mich denn heilen? Ah, anstrengend. So, hier will ich hin, in die Richtung. Ich will nicht Feinde, ich will die Bücher. Ganz einfach. Rumkämpfen kann ich auch. Ja. Ist schön. Oh, was ist das denn hier? Bannen? Bannen. Nanu, das hatten wir ja noch gar nicht. Was denn das hier? Drücke A, sobald der Cursor auf einer Glyphe ist, um sie zu durchbrechen. Glyphen schießen sich nach einer Weile wieder. Verfehlst du eine, schließen sich alle. Manche Glyphen schießen schneller als andere. Achte auf die Reihenfolge des Durchbrechens. Durchbricht alle Glyphen, um den Schutzzauber zu bannen. Okay. Das war irgendwie witzig. Du konntest den Schutzzauber nicht bannen. Nö, konnte ich nicht. War zu schlecht. Aber es war auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Cool, sowas gibt's also auch. Gut, kannst du hier mal runter? Oh.
Die Chakrabs sind schon ganz cool, gerade bei diesen ganzen Feinden, die immer so um uns herum zwirbeln hier. So, wir haben Athenes Weisheit auf unserer Seite, aber wo ist denn jetzt hier? Da ist der Weg. Da ist der Weg, da müssen wir hin. Nach oben. Weil da irgendwo oben gar nicht mal so weit weg die anderen Bücher sind. Oder das Buch eher, aus der Sammlung. Komm schon. Genau. War das hier? Ja, das war hier. Und das wollte... Da, komm, hier. Na, so etwas. Haben wir etwa eine Göttin im Sternenlager zu Besuch? Sind die alle so schön wie ihr? Vielleicht sollte ich mir doch eine Kutte überstreifen und der Mission da unten beitreten. Ihr seid im Sternlager, dem Zuhause der reisenden Täubchen. Nun, ich nehme mal nicht an, dass ihr rein zufällig hier seid, oder? Also, fragt schon. Fragt, ob ihr euch uns anschließen dürft. Meistens möchte ich mich eigentlich nicht irgendwo gerade anschließen. Was soll ich bei den Reisenden? Nun, ich habe Rubine von der Größe einer Faust gesehen. Lebende Wesen aus Ranken und sogar einen weinenden Jotun. Aber das ist neu. Warum ihr euch uns anschließen solltet? Die Reisenden sind berühmte Schurken und Diebe und einfache gute Leute. Wenn ihr gerne in den Schatten lebt, jenseits des Gesetzes, sind wir die Richtigen für euch. Ihr wollt Reichtümer? Wir helfen euch, sie zu stehlen. Ihr wollt Ruhm? Wir werden für alle Zeiten Lieder über euch singen. Ihr wollt Abenteuer? Dann seid ihr am richtigen Ort. Okay, ich möchte mich trotzdem nicht anschließen. Oh, ihr brecht mir mein armes Herz, Täubchen, ebenso wie Krilgerins. Aber ich vertraue darauf, dass ihr zurückkehren und euren Fehler bereuen werdet. Mhm. Und wenn diese Zeit gekommen ist, dann stattet mir erneut einen Besuch ab. Ich werde hier sein. Aber ihr könnt gerne ein wenig das Lager erkunden, wenn ihr möchtet. Alles klar, dann erkundige ich mal... Oder erkunde ich mal das Lager, weil... Komm schon, das wollen wir noch in dem Part schaffen, dass wir wenigstens 3 Bücher für die Sammlung geholt haben, damit ich den Rest alleine machen kann und damit wir im nächsten Part vielleicht uns um den Balladenkram kümmern können. Das finde ich nämlich gerade wichtiger. Hier ist aber auch St. Edrics Mission. Aha. Okay, hier sind auch ganz viele von diesen Dingern. Ich weiß gerade gar nicht. Den Boggarts. Na, mag das wohl hier in einem der Häuser sein? Formherberge. Ist das vielleicht hier? So ein Buch? Auf jeden Fall leuchtet da irgendwas Willkommen. Gelb. Hi. Wie geht's euch? Hier ist jemand krank. Was ist mit der? Luca Soren. Nee, mit der kann ich... Ich kann mit der jetzt nicht reden. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist immer so. Hier mit denen sollen wir auch reden. Ich weiß gar nicht, ob das zu irgendwelchen Quests gehört. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Bin ich richtig hier? Eigentlich? Eigentlich sollte ich ja richtig sein, oder nicht? Oder, weil hier geht's jetzt raus und... Nee, das muss doch richtig sein. Ich bin nur falsch irgendwie hier. Muss ich denn da hin? Ich gucke immer nach oben eher hier als da, wo ich laufe. Bin irritiert. Ich glaube, ich muss hier irgendwie ein Stockwerk runter oder hoch. Wo geht's denn hier runter oder hoch? Leute, hier geht's hoch. Geht's hier auch irgendwo runter? Ich glaube, es gibt gar kein runter hier. Ich glaube, hier soll ich hin. Wo ist der gelbe Pfeil fürs Regal? Wo? Hä? Hier vielleicht? Hier ist doch gar nichts. Hier auch nicht. Wo denn? Hätte ich jetzt gedacht, dass es hier ist. Oder doch vielleicht hier? Gewerkhalle besuchen? Nö, will ich gar nicht. In die Ecke? Schmiede? Nee, ich bin falsch. Nee. Hier vielleicht? Nee. Das ist ja auch eine Truhe. Nee. Och Mensch, die hustet da so. Die ist auch irgendwie krank. Aber dann will ich mich erstmal um die Blutpest auch noch kümmern. Ich weiß gar nicht, um was ich mich zuerst kümmern soll.
mit dir soll ich auch reden? Gibt's hier wirklich nicht noch einen Keller? Oder sehe ich nur die Treppe nicht? Guck mal, hier bin ich doch richtig. Tills Sammlung. Warum war jetzt hier kein gelber Pfeil wie sonst? Das ist ja komisch. Jetzt habe ich 3 Bücher. Oh, oh. Ich glaube, der hat was gemerkt, ne? Kann das... Oh, oh. Oh, oh. Die haben es gemerkt. Nicht aufgepasst. Aber ich finde das gar nicht schlecht, dass ich gestorben bin. Und er lacht hier, der Ahaus. Ahaus von mir. Ich hoffe, das sind keine Leute, die in Quests verwickelt waren. Weil mit dem einen hier sollte ich doch noch reden, oder? Die Typen, die jetzt hier noch stehen. Ich glaube, man kann das auch geschickter machen. Und vielleicht hätte ich nicht alles klauen sollen, sondern nur wirklich das Tillbuch. Das werde ich nochmal ausprobieren. Mal gucken, ob das dann besser läuft. Bis dann, im nächsten Part. Ciao.